es ist super gelaufen, wie es gelaufen ist und ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Das große Ziel NHL habe ich gleich einmal abgehackt, aber sonst war ich im Ausland tätig. Ich habe Weltmeisterschaften gespielt, ich war bei einer Olympiade dabei, ich habe Meistertitel gewonnen. Ich habe Freunde durch den Eishockeysport gewonnen. Was will man mehr? Und ich möchte nichts ändern. Ja, Sie kennen Daniel jetzt schon ewig, gefühlterweise. Er ist ein super Kerl, verstehe mich sehr gut. Er ist sehr korrekt. Ja, also ist er wirklich ein Freund. Wenn man was braucht, dann ist er da. Und das ist für mich die wichtigste Komponente eines Freundes. Richtig guter Freund von mir, langjähriger Partner beim Eishockey, aber abseits vom Eishockey immer viel unternommen. Ja, und jetzt die letzten 10 Jahre eigentlich intensive Zeit verbracht. Daniel war so, dass er von klein auf schon ein irrsinniges Bewegungstalent gehabt hat. Das heißt, er war permanent unterwegs. Das hat sich schon gezeigt, kurz nach der Geburt, also mit dem Schlafsack, dass er vom Gitterbett mit dem geschlossenen Schlafsack über das Gitterbett herausgelaufen ist. Er hat mit dem Ball schon relativ früh angefangen, er hat ja auch Fußball gespielt lange Zeit. Und prima, glaube ich, war die Brigitte diejenige, die was dann ihm zum Eishockey gebracht hat. Meine Mutter hat ein Energiebündel zu Hause gehabt und hat nicht gewusst, was sie anfangen soll damit und hat mich zum Eishockeysport gebracht, damit ich mich richtig ausbaue und gleichzeitig das Eislaufen lerne. Die ersten 10 Minuten enden noch torlos, aber im zweiten Drittel bricht dann Daniel Welser den Bann. 1:0 für den KAC. Dann hat er, ja, ist er drinnen fürs Gelaufen, er hat schon ausgeteilt, er hat schon Ellbogen eingesetzt. Und dann, ja, also 2 Monate hat er trainiert, 2-mal in der Woche bin ich gefahren mit ihm und dann haben sie eine Mannschaft zusammengestellt. Und da ist er nachher schon mit einem Zettel gekommen, er ist schon bei der Mannschaft. Von 80 Kindern, die dort rumgewuselt sind, ist er bei der Mannschaft. Und dann ist er hergekommen und hat gesagt, was ist das, Papa? Hat er gesagt, ich sehe nur eine blaue Linie und eine rote Linie. Und er hat immer am Helm oben haben sie die Linien. Und der hat die dritte Linie war und das war die gelbe Linie. Ich sehe aber keine gelbe Linie. Er hat keine Ahnung gehabt, wie das Eishockey spielt, auf was ich geht. Ich habe ein prägendes Erlebnis gehabt in Quebec damals, wo wir mit dem Nationalteam waren, also die paar Spieler, wo wir dort waren. Und da haben wir das Turnier im Finale gegen die Slowenien gespielt vor über 10.000 Leuten und das war schon ein großartiges Erlebnis. Und eins der großen Geschichten war dann die erste Kanada-Partie, wo wir nach Kanada gefahren sind. War ein Riesenturnier, wo wir gesammelt haben. Da waren die Kinder schon in Kanada drüben. Der war immer also vorne dabei, also immer bei der Spitzengruppe dabei. Und das war natürlich schon sehenswert, sagen wir so einmal. Ich glaube, wir haben da im Jugendalter einmal in Jesenice gespielt. Und bei Jesenice hat ein Spieler namens Manfreda gespielt und der hat als erster schon mit 12, 13 Jahren einen richtigen Schnauzer gehabt. Und bei uns war eben der Daniel der Erste, der was einen Flaum gehabt hat, so einen leicht sichtbaren. Und auf dessen haben wir dann gesagt, das ist unser Manfreda und von Manfreda wurde dann die Ableitung Manfred gegründet und deswegen ist er der Mampe jetzt. Das ist der Mampe, der gefährliche Mampe, damals noch. Immer schön freundlich und positiv bleiben neben ihm. Von dem her, das ist ihm, glaube ich, auch geblieben. Ja. Einer seiner Spitznamen, der ist Grumpy Mumpy. Also sein Spitzname ist ja Mampe. Und es kommt schon einmal vor, dass er in der Früh in die Kabine reinkommen ist und schlecht gelaunt war. Also er ist auf jeden Fall kein Morgenmensch, weil er natürlich dann im Laufe des Tages lockerer wird und auftaut. Aber in der Früh hat es sehr viele Tage gegeben, wo er einfach reingeht und eine Zeit lang gebraucht hat, bis er aufgewärmt hat. Er hat in der Schule große Probleme gehabt, weil wenn irgendwas war, es war immer der Welser. Immer der Daniel hat nie daheim was gesagt, aber er hat das immer selber geregelt. Irgendwann hat er den erwischt und dann hat er ihn hergefragt. Das ist bei ihm, er hat daheim nie was gesagt. Und
Und Eishockey war in der Volksschule nicht gar so beliebt. Die haben gesagt, da lernen sie nur raufen. Er war allerdings im Mannschaftssport sehr beliebt. Er war dienlich, er hat immer schon also Kapitänsrolle gehabt. Also auch im Fußball, also da war er schon immer, hat das eigentlich gern gehabt. Er hat ja, so rotzfrech Eishockey gespielt und ich glaube, diesen Kampfgeist und diesen Einsatz, das hat ihn jetzt aber über viele Jahre halt auch begleitet und dann seine offensiven ja, Qualitäten sind dann, glaube ich, erst mit der Zeit gekommen. Mit 16 habe ich das erste Mal in die Kampfmannschaft einschnuppern dürfen, habe mittrainiert, habe auch zwei Spiele gespielt, weil auch erstens waren viele Verletzte zu der Zeit und die U20-Nationalteamspieler waren auch in Nagano tätig. Also sie haben uns auffüllen müssen und habe dann die ersten zwei Spiele spielen dürfen und mit 17 hat man meine Profikarriere begonnen. Eishockey-Dramatik zwischen den Vienna Capitals und dem KAC. Die Klagenfurter Führung im ersten Drittel durch Daniel Welser zum 1:0. Positiv war natürlich auch dann von der schulischen Leistung her, dass in Klagenfurt die Möglichkeit kam, erstmalig das Schulsportleistungszentrum, wo halt die verschiedenen Sportler vom Sportgymnasium, das war die Pionierklasse, wo die dort dann zusammengefasst wurden. Das heißt, die Eltern sind gefragt worden, ob die Kinder dort teilnehmen wollen oder können. Nicht? Und es sind einige Spitzensportler, die was dort gegangen sind und so ist er dann mehr oder weniger bis zur Matura gekommen, sagen wir so. Mit 17 war dann das mein erstes Profijahr. War auch ein Resultat vom Liga-Crash damals. Es hat wenig Teams in Österreich gegeben und die Liga hat sich darauf geeinigt, dass mehr österreichische Teams mitspielen sollen und auf weniger Ausländer gebaut waren. Und wir haben halt die Chance gehabt, dass wir mitspielen haben dürfen und von da an war ich immer in der Kampfmannschaft tätig. Es passieren Arge Schnitzer, Welser ist da, Ausgleich, 1:1. Ich glaube, mein erstes Jahr in der Kampfmannschaft war erstens sehr erfolgreich, aber da habe ich schon das erste Mal gespürt, was es ist als Profi-Eishockeyspieler und daneben war noch natürlich meine Schule, habe ich noch absolviert und so richtig der Gedanke habe ich nicht verschwendet, Profi-Eishockeyspieler zu werden. Der Fight des Jahres, Mike Stewart in Blau gegen Daniel Welser in Rot, er weckt den Meister wieder zum Leben. Der Daniel war relativ zügig in der Bundesliga und ist durch seine harte Spielweise aufgefallen und war mit dem Gitter damals durchaus oft in den Medien, weil er sich halt wirklich auf gut kärntnerisch von nichts geschissen hat. Dramatik von Beginn an. Diese Meinungsverschiedenheit zwischen Welser und Thaler nach exakt 73 Spielsekunden endet für beide unter der Dusche. Es waren drei Talente zu dem Zeitpunkt. Also das ist die 83er Linie, die was da gekommen ist, haben sie immer geheißen beim KAC, das ist die Gitterhelmlinie. Und da war der Daniel dabei, dann war der Thomas Koch, ist ja bekannt jetzt noch nicht. Und seinerzeit war der Harald Lange war, der lange Zeit bei Graz gespielt hat. Nicht? Thomas Koch, Daniel Welser, beide erst 18 Jahre, 2:0. Die waren also top, das heißt, die waren bald stärker schon wie die Profis dort. Die haben die Tore gemacht nach der Reihe, das war perfekt. Na, eigentlich war der Plan, dass ich nach dem fünften Jahr in Klagenfurt hätte zu Jyväskylä wechseln können. Da war aber so, dass ich zu mir selber gesagt habe, das ist mir zu viel Druck. Da ist Ausländer, da waren nur drei Ausländer damals, haben da spielen dürfen. Und gleich in die SM-Liga zu wechseln, wäre zu groß gewesen. Und dann ist da Tommy Samuelsson an meinen Manager, den Tommy Zieren, herangetreten. Der war damals Coach von Skellefteå. Noch in der zweiten schwedischen Liga. Und innerhalb von einer Woche bin ich dann raufgeflogen nach Schweden, habe dort die Pressekonferenz gehabt und habe da mit dem Team mittrainiert auf Eis und war ganz angetan von Skellefteå. Und im ersten Jahr sind wir gleich aufgestiegen in die SHL und habe dann so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass sie mich gleich behalten haben. Und damit habe ich noch ein Jahr in der SHL gespielt. He was the type of player that you actually didn't want to play against. As a coach, you want him to be on your bench. And
I really like what I saw there, so when I get the chance then to take him to Skellefteå, I took him right away. 4-3 to Skellefteå. Das war gegen Malmö ein Spiel. Da hat das auch Wernblom, der das Tor geschossen hat, auf den habe ich gewechselt. Meine lieben Kollegen waren schon draußen und da war ich ein bisschen angefressen, weil er immer so lange draußen war. Und dann hat er auch eingeschossen und das kann jetzt nicht sein, jetzt hat er das Tor auch geschossen. Und, aber die Freude war größer als der Frust, dass ich nicht dran gekommen bin, dass er nicht wechseln gekommen ist, weil es ein wichtiges Spiel war. Und, ja, man sieht an der Freude von den ganzen Fans, das war ein großartiges Erlebnis für die ganze Stadt, für den Club, damals wieder aufzusteigen nach so einer langen Zeit. Und ich weiß noch, wir sind um 2 Uhr damals heimgekommen, wo der Aufstieg fixiert worden ist. Und da waren 200 Leute am Flugplatz, 3000 Leute vor der Halle, haben uns gefeiert. 4 oder 5 Tage später haben wir diese Parade durch die Stadt gehabt, da waren 10.000 Leute, also die waren alle froh und ja, es war ein unglaubliches Erlebnis. Salzburg war immer dran, dass sie mich immer gefragt, ob ich zurückkommen will oder nach Österreich und wenn, soll ich zu ihnen kommen. Und haben mir zu verstehen gegeben, dass es einfach eine Top-Organisation ist und deswegen war einfach die Entscheidung nicht so schwer. Also Daniel jetzt auf Eishockey bezogen, war immer ein riesiger Krieger, ein Kämpfer und war ich immer da, wenn es für die Mannschaft wichtig war, war er da, vor allem in den Playoffs und hat es wirklich bis zum Limit getrieben, um eben für die Mannschaft den Sieg zu erreichen. Er war sicher ein brutal guter Arbeiter, vor dem Tor hat er sich eingepackt, ja, und er hat sicher auch nicht zurückgeschreckt, wenn mal die Handschuhe weggeflogen sind. Oder wenn es ein bisschen körperlich gekommen ist und ja, Körperspiel. Und wie gesagt, er hat durch seine Spielweise auch Platz für andere geschaffen, er hat das Spiel simpel gehalten. Das zeichnet ein Mannschaftsspiel aus, dass man eben seine Rolle annimmt, die ihm gegeben wird und die für die Mannschaft am besten ist. Und so wie in Salzburg im Nationalteam hat er immer die Rolle angenommen, die gerade nötig war anzunehmen und die das Team gebraucht hat. Ich werde nie vergessen, er hat sogar in der Olympiade, glaube ich, als Halbkrüppel sich noch reingehauen in die Schüsse mit, ich weiß nicht wie viel, von ein paar Bandagen um die Hüfte und so ein Holzball, das er nicht spürt. Also das ist eben auch eine Stärke von einem guten Spieler, einem Siegertypen, dass er eben nicht die Rolle also annehmen will, die er sich vorstellt, sondern die Rolle annimmt, die die Mannschaft braucht und die von ihm verlangt wird. War damals und auch jetzt noch über viele Jahre ein extremer Unterzahlspezialist, ist dort hingegangen, wo es wirklich wehtut. Hat diese Dirty Goals geschossen, die wirklich wichtig sind, vor allem auch wenn es um was geht. Ist er auch immer besser geworden, je länger die Saison gedauert hat. Tor ist Tor, meiner Meinung nach. Und egal wie es geschossen ist, wenn es das schönste Tor schießt und ins Kreuzeck schießt, oder so in meinem Fall von der Schulter auf den Kopf und reingeht, ist wichtig und man sieht es nachher nicht im Ergebnis, wie das Tor gefallen ist. Das ist eine von seinen Qualitäten gewesen, dass er hart zum Tor gegangen ist. Entweder hat er selber das Tor gemacht oder hat halt
den Platz und den Raum für einen anderen Spieler geöffnet, aber durch solche Sachen, ja, einfach zum Tor und wenn er das mit seinem Sturschüler einfach ins Tor reingefahren oder schießt halt mit dem Schädel ins Tor auch noch. Aber damals war, das war am Anfang von der Saison, da ist wirklich alles gelaufen für mich und Dinge sind reingegangen, die normalerweise nicht reingehen, aber ich sage nicht nach. Wir waren im Halbfinale oder Finale gegen Wien. Daniel checkt eben den Benoit Gardon. Ich habe es nicht gesehen. Ich komme in die Kabine rein. Er ist so ein bisschen vorher vom Eis geschickt worden. Komm rein und frage ihn, was war. Und Daniel sagt zu mir, nichts passiert. Ich gehe raus zu der Presse und die fragen mich natürlich, wie habt ihr das gesehen? Ich stehe da und sage, ja, da war gar nichts. Ich meine, was soll das überhaupt? Ich habe das erst wieder später gesehen. Hab nicht gewusst, dass er gar keine Scheiben gehabt hat. Ja, das ist halt Eishockeysport. Aber bin da rausgegangen, hab den Daniel verteidigt und nicht einmal gewusst, was hier passiert ist. Die Welser Productions, ja. Bei der Olympia-Qualifikation in Bittingheim haben wir einfach so Videos gedreht und wollten einfach was auf die Beine stellen und als Erinnerung und ich habe damals den Computer von Matthias Tratnik ausgeborgt und habe dann die ersten Trailers gemacht und auch nach der erfolgreichen Olympia-Qualifikation habe ich mir gedacht, ja, jetzt machen wir als Erinnerung so einen kleinen Film über die ganzen Spiele und was in der Kabine passiert ist. Der Teamzusammenhalt von dem Nationalteam war eigentlich eines von den besten, was ich im Nationalteam gesehen habe und mitbekommen habe persönlich. Ja, und das ist eine gute Erinnerung und das war halt geil, dass der Mampe das immer gemacht hat. Das filmen die auch alle daheim und das ist halt cool für die Zukunft, dann, wenn man mal drauf schaut und wenn man das anschauen kann, dass das, was wir da erreicht haben und welche Jungs da dabei waren. Und gute Erinnerung. Ja, es ist ein Presslufthammer-Tanz, weil ab und zu beim Mampe, wenn wir fort waren, hat er ganz, ganz lustige Sachen beim Tanzen drauf. Er ist ein bisschen, ja, so volkstümlicher angehaucht beim Tanzen, Schlager und ich weiß nicht, wie auf das einmal drauf gekommen ist. Dann hat er einfach den Tanzmove gemacht. Aber er ist schon, ja, tänzerisch ist er auch nicht schlecht begabt, muss ich sagen. Das Lied haben wir immer in der Kabine gespielt und dazu haben wir halt immer getanzt. Dieser Presslufthammer-Tanz habe ich es damals genannt. Aus der Emotion heraus habe ich den Tanz immer gemacht. Nach jedem Sieg haben wir das Lied gespielt und dann haben wir halt auf den Beat gewartet und dann ist es losgegangen. Und ja, war lustig. Die Jungs sind auf die Idee gekommen, dass wir das bei der Meisterschaftsparty dann vorzeigen. Zicke, zacke, zicke, zacke! Zicke, zacke, zicke, zacke! Und einmal vor einem wichtigen Spiel habe ich gesagt, so, und jetzt machen wir zicke, zacke. Und das war es von früher, von Zeiten, wo wir schon zusammengespielt haben, dass er halt das zicke, zacke recht gut rausbrüllt. Und dann habe ich gesagt, und jetzt, Welse! Ich mache eine Zicke-Zacke. Dann hat er mir so angeschaut, hat natürlich dann rausgebrüllt. So hat sich das dann in der Playoff entwickelt. Das ist eigentlich, hat eine irrsinnige Fahrt aufgenommen. Und wir haben eigentlich die ganzen Verletzungen kompensiert. Und das war eigentlich dann das letzte Zicke-Zacke, nachdem wir den Meistertitel gewonnen haben, ins Neue. Weiß nicht, das war unglaubliche Energie, was da aufgekommen ist. Wir haben das Zicke-Zacke gerufen, alle haben geschrien und dann das hat sich dann entwickelt, dass dann am Ende jeder nur noch nach dem Zicke-Zacke einfach gebrüllt hat und sich den ganzen Körper angespannt hat. Zicke-Zacke, Zicke-Zacke! Zicke-Zacke, Zicke-Zacke! Zicke-Zacke, Dann war eben dieser Abend am 18. September. Wie es der Zufall so will, habe ich zu meiner Frau auch gesagt, dass ich etwas früher laufen gehen sollte, weil es schon dunkel draußen ist und sonst wäre sie zu dem Zeitpunkt nicht anwesend gewesen. Ich habe auch die Kinder ins Bett gebracht, war dann auf der Couch und habe mit dem Laptop Fotos von meiner Tochter bearbeitet und habe die externe Festplatte auch angeschlossen und habe einen Stromschlag beim Ohr verspürt. Habe sofort den Laptop auf die Seite geworfen, weil ich gedacht habe, dieser Stromschlag kommt von der externen Festplatte. Aber dann, wo ich dieses Kribbeln auf den Lippen gespürt habe,
und es auch schwindelig war, habe ich schon gewusst, dass es was Ernstes ist und bin dann Richtung Küche zu meiner Frau gelaufen oder gehumpelt, ich weiß es nicht mehr genau, und habe ihr nur verständigen können, dass sie die Rettung rufen soll, weil irgendwas stimmt da nicht. Und ich weiß, und das Spiel gegen Wien, das weiß ich noch, also das war mal wieder rausgemacht, hat er wohl angerufen, er hat einen Schlag gekriegt. Ich gedacht, das ist eine Gehirnerschütterung, nicht natürlich war das noch der Überschock noch am nächsten Tag. Wir sind in der Früh sofort rausgefahren. Ja, gut, ins Krankenhaus, beruhigend, ist intensiv. Und er war dort, also er war natürlich komplett down, aber er war schon ansprechbar. Und es waren natürlich die kritischen Situationen heute ein paar Tage. Und das war natürlich schon, ja, mit dem Alter. Und wir haben noch am Vortag haben wir noch telefoniert, wegen einer Kleinigkeit, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wegen was. Und am nächsten Tag hätten wir eigentlich ein Meeting gehabt in der Kabine mit dem Trainer und der Mampe war immer verlässlich. Also das war zwischen uns, wenn was gesagt worden ist, hat man gewusst, es ist Verlass auf den anderen und er war halt nicht da. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, wo ist er? Und dann habe ich erfahren, ja, dass es einen Zwischenfall gegeben hat, dass er quasi einen Schlaganfall gehabt hat und dass er eine Notoperation gehabt hat. Und dann war ich im ersten Moment eigentlich richtig perplex, weil das schon nahe geht, wenn man sie so lange kennt. Ich war erst am fünften Tag in einer Intensivstation das erste Mal mein Handy in der Hand gehabt und habe dann die ganzen Besserungswünsche von den ganzen Leuten bekommen und habe auch Blumen von der EBL bekommen und diese Zuspruch von den ganzen Leuten hat mich imponiert, weil es nicht nur Leute von meinem näheren Umfeld waren, sondern auch ehemalige Mitspieler, auch Leute, mit denen ich nicht so viel Kontakt habe, haben sich gemeldet, meine ehemaligen Trainer, Fanclubs und so weiter. Also es war schön auf der einen Seite und hat mir irrsinnig Kraft gegeben, weil es ja nicht alltäglich ist und hat einen Auftrieb gegeben. Also das von den Ärzten erfahren haben, dass 2 von 100 so davon kommen, war das für uns schon. Also das war erst einmal für uns ein Lebensabschnitt, naja, kannst du sagen. Also, und vor allem auch wir für die Ulrike, für den Daniel und für die Kinder vor allem nicht. Also die Kinder sind ja klein und haben gesagt, na gut, es gibt wichtigere Dinge im Leben. Wie schaut die Situation aus? Ne? Das war schon heute. Für uns ein Abschnitt. Man muss sagen, er kann noch einmal Geburtstag feiern und das Glück im Unglück, Gott sei Dank, ist so ausgegangen. Nicht. Erst so richtig habe ich es gemerkt bei der Neurocare, was ich für ein großes Glück gehabt habe, wo ich die anderen Fälle gesehen habe und auch diese Schulungen gehabt habe. Was hätte es sein können? War für mich von Anfang an klar, dass ich meine Karriere nach dem Jahr halt beenden werde. Ja, ich werde die U15 Akademie betreuen, also wir spielen in der tschechischen Meisterschaft mit. Die Arbeit mit den bald 14-Jährigen oder 14-Jährigen ist einfach super. Also die sind charakterlich sowie spielerisch einfach top. Ich werde wahrscheinlich eher die Verteidigung übernehmen. Dadurch, dass ich 2 Jahre oder mehr als 2 Jahre Verteidiger gespielt habe, habe ich da schon ein bisschen Erfahrung. Und zum Tor, komm! Er hat sein Hobby eigentlich als Beruf gemacht, zum Beruf gemacht und ich glaube, das wird er schon gut machen. Er kann mit den Kindern gut umgehen und mit den Jugendlichen sowieso und ich glaube, das ist für ihn das Ideale. Also ich freue mich jedenfalls sehr, dass er so den erhalten bleibt. Die Unterstützung war immer da von der Akademieleiter, also die ganzen Trainerstaff, also der hat mir schon geholfen und bei der Planung wollte ich schon vieles anders machen als zu meiner Spielerzeit. Habe dann gesehen, dass es nicht so leicht ist. Man hat mit diversen Problemen zu kämpfen. War vieles neu und ist gar nicht so schlecht, dass ich ins kalte Wasser geworfen worden bin und das Gleiche selber habe machen müssen. Komm, da hinten steht die Scheibe! Ein gewisser Ärger ist schon dahinter und glaube, den hat er auch mitgekriegt. Und er sieht das Leben auch positiv und das ist das Wichtige. Und ich glaube, er wird seinen Weg auf jeden Fall machen.
Und im Endeffekt geht es ja nicht um mich, dass ich Erfolg habe, sondern auch, dass die Spieler später mal großartige Spieler werden. Und wenn das nicht so der Fall ist, sondern eine großartige Persönlichkeit. Servus Mampe, ich möchte da recht herzlich gratulieren zu einer unglaublichen Karriere und es war wirklich eine Ehre für mich, mit dir gemeinsam in Salzburg zu spielen. Ich wünsche dir für deine Laufbahn als Trainer weiterhin viel Erfolg, aber vor allem auch viele neue Erlebnisse und wertvolle Erfahrungen. Gratuliere noch einmal zu deiner unglaublichen und erfolgreichen Karriere. Du hast da abseits von es bewiesen, dass du ein Kämpferherz hast und wünsche dir für deinen weiteren Lebensweg als Trainer viel Erfolg. Ich wünsche dir natürlich auch alles Gute für die Zukunft. Für den weiteren Weg wünsche ich dir einfach nur viel Zeit mit deiner Familie. Nimm nicht immer alles zu ernst und viel Spaß.